Wisst ihr, was eine richtig harte Mutprobe wäre? Nach diesem Film 2 Nächte im Wald zelten. The Blair Witch Project. Der Film The Blair Witch Project ist sozusagen der Begründer des Found-Footage-Films und dieser ganzen Welle an Filmen, die danach kamen, zum Beispiel Cloverfield, Rack oder auch die Paranormal Activity-Reihe. Aber worum geht es in diesem Film? Wir haben 3 Jugendliche, die eine Dokumentation filmen wollen über die Hexe von Blair. So sehen wir als Zuschauer quasi ein Making-of von dieser Dokumentation. Gefilmt wird das Ganze mit 2 verschiedenen Kameras, was hier und da auch für einige witzige Spielereien sorgt. Aber sie kriegen schnell mit, dass sie sich im Wald verlaufen haben und müssen so einen Ausweg aus dem Wald finden. Und werden nachts aber von merkwürdigen Geräuschen terrorisiert. Ich muss gestehen, ich habe The Blair Witch Project das erste Mal gesehen, als ich noch ziemlich klein war. Ziemlich klein. Vielleicht zu klein. 10 Jahre, um genau zu sein. Und dementsprechend fand ich den Film damals auch sehr, sehr gruselig. Und von daher hatte ich den Film nie wieder gesehen, bis gestern, um genau zu sein, den 24.11.2012, muss zu meiner Verwunderung aber gestehen, dass der Film kaum etwas von seiner Stärke verloren hat. Wir haben 3 durchaus sympathische Figuren und eigentlich ist die Stimmung im ersten Drittel des Films noch ziemlich locker und sehr angenehm. Hier und da blitzt auch ein wenig Humor durch. Das ändert sich dann aber wirklich rapide, als unsere Figuren merken, dass sie sich in diesem Wald wirklich verlaufen haben und irgendwie einen Ausweg finden müssen. Der Film lebt eigentlich wirklich von seinem tollen Spannungsaufbau und der langsam steigenden Unsicherheit der Figuren. Hier wird wirklich sehr viel mit den Urängsten des Menschen gespielt, zum Beispiel Orientierungslosigkeit, Dunkelheit und Unsicherheit. Zum Ende hin wurde das Ganze wirklich unerträglich spannend und wirklich sehr, sehr gruselig, wobei ich dann sagen muss, das Ende ist in diesem Film so eine Sache. Es gibt in dem Sinne keine wirkliche Auflösung und Leute, die das erwarten, werden dann auch dementsprechend enttäuscht sein. Aber meistens ist es bei Found-Footage-Filmen sowieso immer so. Wer am Anfang des Films jedoch wirklich aufgepasst hat, der kann sich denken, was am Ende passiert. Vorwegnehmen will ich hier nichts, deswegen werde ich das Ende jetzt nicht spoilern. Gerade weil The Blair Witch Project eigentlich der erste wirkliche Found-Footage-Film war, war das etwas komplett Neues für die ganzen Zuschauer in den 90er Jahren und viele dachten wirklich, dass dieses Projekt, das Blair Witch Project, wirklich real war. Was aber nicht nur an dem Film liegt, sondern auch an der ganzen Produktion. Da wurden zum Beispiel Vermisstenanzeigen von den 3 Hauptdarstellern ausgestellt und lauter solche Sachen wurden gemacht, um den Film natürlich ein wenig zu hypen. Zudem ist der Film wirklich sehr, sehr realistisch gehalten, was nicht nur diesem Found-Footage-Stil zu verschulden ist, sondern auch die Handlungen der Figuren sind eigentlich relativ nachvollziehbar und realistisch, mit Ausnahme von 3 Handlungen. 2 kann ich hier nennen, weil bei der dritten würde ich wirklich spoilern und das möchte ich natürlich nicht. Aber die erste ist, dass die Charaktere hier wirklich die ganze Zeit mitfilmen und das fand ich irgendwann unglaubwürdig. Es wurde versucht zu erklären, ja, aber so ganz überzeugt hat es mich dann doch nicht. Und das zweite ist, warum die Figuren nicht einfach den Fluss entlang laufen im Wald. Das wurde sogar noch angesprochen und trotzdem tun sie es im Endeffekt nicht, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Schauspieler zumindest eine wirkliche Top-Leistung abliefern und man sich total in sie hineinversetzen kann. Aber die Schauspieler mussten beim Dreh auch einige Anstrengungen auf sich nehmen. So haben sie für ihre Rollen zum Beispiel wirklich stundenlang nichts mehr gegessen und hatten zudem auch enormen Schlafentzug, um das halt in dem Film wirklich so realistisch wie möglich rüberzubringen. The Blair Witch Project kann man irgendwie auch als wirklich clever bezeichnen, gerade weil er mit so einem geringen Budget von, ich glaube, 70.000 US-Dollar wirklich eine Menge eingespielt hat, eigentlich nur auf der Tatsache, dass sich das ganze Mysterium der Hexe von Blair im Kopf des Zuschauers abspielt. Im Endeffekt kann man sagen, The Blair Witch Project ist definitiv ein Stück Filmgeschichte und bekommt von mir als Film 7,5 von 10 Sternen, weil es kein super perfekter Film ist, aber er ist Begründer des Found-Footage-Films und das muss man ihm auf jeden Fall sehr, sehr positiv anrechnen. Ich kann auch gleich vorweg sagen, dieser Teil ist 100-mal besser als der zweite. Wenn ihr auf Found Footage wie in The Blair Witch Project steht, dann klickt euch auf jeden Fall meine Kritik zu Cloverfield. Wenn ihr auf Filme steht, die das Filme drehen an sich behandeln, dann klickt euch meine Kritik zu Abgedreht. Und wenn ihr auf eher unseriöse Horrorfilme steht, dann klickt euch meine Kritik zu Hatchet. Ja, und eigentlich wollte ich diese Kritik ja im Wald drehen, weil das irgendwie cool wäre, aber nein. Nach diesem Film. Nein. Nein, ich wollte das nicht.